Und nun beginne ich mit dem Dinosaurier-Marathon im Februar. Angefangen mit Alpha and Omega Dinodix. Oh Junge, schon der erste Alpha and Omega-Film war nicht gut. Aber sie haben es tatsächlich geschafft, einen schlechten Film noch schlechter hinzukriegen. Und von den 8 Teilen ist Teil 6 Dinodix der schlechteste. Warum das so ist, das sage ich euch jetzt. Angefangen mit der Story. Alle 8 Alpha- und Omega-Filme spielen in der heutigen Zeit. Darum ist es total seltsam, dass Dinosaurier in diesem Film eine große Rolle spielen. Und nur in diesem Teil, in Teil 7, 8 und in den 5 Vorgängern, waren keine Dinosaurier zu sehen. Und mussten die den Dinosaurier lila-grün machen? Ich meine, kommt schon. Er sieht einfach wie eine Billigkopie von Barney aus. Auch der Humor des Films ist einfach nur unlustig. Es gibt da zum Beispiel 2 Szenen, die finden am See statt, hier mit bunten, flackernden Lichtern, wo sie tanzen. Es wirkt nicht lustig, es wirkt einfach nur cringe. Es ist einfach nur cringe. Und die Animation im Film ist auch nicht gut. Das im Hintergrund soll eine Höhle sein, aber es sieht wirklich aus wie ein großer Haufen Scheiße, wenn ich das mal sagen darf. Und ja, das war meine Review zu Alpha and Omega Dinodix. Falls ihr mehr über den Film erfahren wollt, keine Angst. Einige amerikanische YouTuber haben da eine ausführliche Review gemacht. Es gibt leider nur Teil 1 bis Teil 5 im Deutschen. Alpha und Omega 6, 7, 8 gibt es nicht im Deutschen, aber keine Angst. Ich habe ja auch gesagt, es gibt YouTuber, die dazu Reviews gemacht haben. Und ja, überprüft es euch selbst. Der Film ist nicht lustig, es ist einfach nur cringe.